Da ich ja extrem neugierig bin und auch im Moment nicht schlafen kann, ja, werde ich hier noch heute noch mal anfangen, den Motor weiter zu zerlegen. Und ja, meine liebe Frau, die hat mir hier so eine Bixen gegeben. Und da kann ich schön alles einsortieren. Und ich werde jetzt anfangen, den Motor zu zerlegen. So. Schauen wir mal, dass man auch was sieht. So. So schön. Genau. Anfangen werde ich mit der Zündplatte. So, achter Schlüssel. Wie kommt man denn da am besten rein? Augen werden auch nicht besser. Das könnte klappen. Die Teile kommen natürlich gleich in die Büchse. Zündung. Zündplatte, die passt natürlich da nicht rein. Die packen wir mal hier in den Stator. Da gehört sie hin. So. Zündung kann zu. Dann haben wir hier Ansaug. Das erstmal packen wir schön zurück, ne? Schlüssel. Ansaug. Jetzt baue ich hier den Ansaugstutzen ab. Kommt in die Kiste. Ansaug. Isoflansch, Dichtung fertig. So, fertig. Nächste kommt. Zylinder. Großen Kreuzschlitzschraubenzieher. Ist der groß genug? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Funktioniert. Eine Zündkerze. Bosch W7BC. Immer gut. Als nächstes ziehen wir mal
den Zylinder. Der kleine Zylinderkopf sieht sehr gut aus. Sieht wirklich gut aus. Der Kolben sieht richtig gut aus. Der Zylinder, sorry. Nicht der Kolben, den haben wir ja noch nicht in der Hand. Die Fußdichtung wird natürlich erneuert, aber ich will nicht, dass, obwohl eigentlich ist es egal, wenn da was reinfällt, mache es eh auf. So. Packen wir mal da rein. Bevor ich den Kolben ausbaue, mache ich einfach, damit ich mehr Platz habe, die Stehbolzen raus. Dazu brauche ich ein paar Muttern. Der älteste Trick der Welt, Stehbolzen raus oder rein, einfach zwei Muttern kontern und schon kann man die eigentlich rausdrehen. Schauen wir mal. Aber dass der Kolben so gut aussieht und der Zylinder, das freut mich sehr. Wenn ich ihn jetzt noch unbeschadet rauskriege, dann bin ich quasi begeistert. Funktioniert super. Sieht man das im Bild? Ich geh mal gucken. Ups. Ja, sieht man.
kriegt man es nicht raus. Oh, das riecht so schön nach altem Öl. So, sehr schön. Zylinder hätten wir unten, Stehbolzen auch. Jetzt kommt der Kolben ab. Schöne zum Ausdrücken. Jetzt hier relativ lose. Ein Anzünder könnte passen. Scheibe. Die legen wir erstmal ganz kurz daneben. Da ist er. Und noch eine Anlaufscheibe. Der Kolben ist neu. Der ist noch nie gelaufen. Der ist noch nie gelaufen. Ja, super aus. Da mache ich eine extra Kiste. Kolben. Damit da nichts kaputt geht. Mit den Anlaufscheiben. Und hier muss ich noch die Sicherungsringe. Pleuel Lagerspiel. Naja, unten weiß ich nicht so richtig. Axialspiel. Hier haben wir 1 mm. Nicht rein. Mhm. 80 passt locker rein.
90. Axialspiel 90. Okay. Sagen, eigentlich, also das gefällt mir ziemlich gut, ob das Axialspiel von 90 Hundertsteln oder 9 Zehnteln, 0,9 Kilometer, Millimeter in Ordnung ist, wage ich mal zu bezweifeln. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ja, interessant. Interessant, so würde ich es mal stehen lassen. Aber so, Zylinder, Kolben und wie die Kurbelwelle läuft. Hier ist ein Gang drin. Ach nein, hier ist kein Gang drin. Ich glaube, das werde ich. Jeden Fall nochmal aufmachen. Jetzt hier ein bisschen Platz schaffen. Jetzt haben wir die Kupplung auf. Zylinder, haben wir fertig. Kolben, haben wir fertig. Dann machen wir mal für die Kupplung. Kupplung eine Schachtel. So. Ein Schlitzschraubenzieher.
fest verklebt. Die Dichtfläche mit dem Schraubenzieher gehen ist wirklich das letzte Mittel. Sehr schön. Sieht alles gut aus. Motor ist zwar, hat so ein bisschen Ölschlamm natürlich drin, aber ich will jetzt mal sagen, ist nicht schlecht. Auch die Kupplung, das sieht alles sehr gut aus. Ich werde jetzt natürlich noch mal testen, ob die Gänge sich schalten, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Kupplungsplatte bewegt sich. Interessant ist nochmal der Schalthebel, aber das werde ich sicherlich morgen machen. Weil es ist schon spät. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Gut. So viel zu heute.